Hallo, schön, dass du reinschaust. Hier ist Christiane vom Stempelpalast. Und ich habe was Neues für dich. Mein Technikbuch ist da. Jawohl, wie ich es euch versprochen hatte, ihr habt ja Anfang Oktober, ich glaube am 3. Oktober 2017, habe ich euch das Video online gestellt und den Beitrag dazu geschrieben, zu meinem Beitrag zu diesem Technikbuch. Ich hatte ja die Rasierschaumtechnik. Und jetzt haben wir alle unsere Techniken ausgetauscht. Ich habe von der Sabrina freundlicherweise die Techniken alle zurückbekommen und habe ein Buch zusammengebastelt, so wie sie es geplant hat. Und ja, ich würde euch gerne ein bisschen daraus erzählen, ein bisschen zeigen. Ich habe heute Morgen auch schon ein Video gedreht gehabt und habe hinterher in der Gruppe angekündigt, dass ich ein Video davon gemacht habe. Und dann waren einige Damen dort, die sehr überrascht waren, denen das augenscheinlich nicht so klar war, weil wir auch nicht alle Stamping Up Demos sind, die in dieser Gruppe waren. Bei Stamping Up Demos, die kennen ja mittlerweile, dass tolle Sachen gezeigt und getauscht und vorgestellt werden. Das hätte ich gerne getan, kann ich in der Form nicht tun. Jetzt habe ich einen halben Tag überlegt und mach einfach eine andere Art von Video für euch. Ich habe also zeige euch nur die Technik ohne die Anleitung, weil in den Anleitungen manchmal eben die privaten Daten der Damen mit drin stehen. Das lasse ich einfach raus. Ich schreibe euch den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens mit zu der Technik. Ich schreibe, was das für eine Technik ist, und ich habe halt Bilder davon gemacht und kein Video. Sodass wir jetzt also quasi durch bewegte Bilder laufen. Die nächsten, naja, ich schätze mal so 6, 7 Minuten wird das dauern. Und wenn mich die Damen noch anschreiben oder wer dann Lust hat, dass ich ihn tatsächlich verlinke mit seiner Technik, vielleicht auf den Blog, der möchte doch einfach bitte mich anschreiben in den sozialen Netzwerken oder mir eine E-Mail schicken oder als Kommentar bei YouTube. Und dann werde ich es bei YouTube hier drunter in die Infobox stellen. Dort wird es eine Liste geben mit den Techniken, und wenn genehmigt wurde, dann steht dahinter, wer diese Technik gemacht hat tatsächlich. Jetzt lasse ich es erstmal so, wie es ist, einfach mit dem Vornamen und dem ersten Buchstaben vom Nachnamen, damit wir halt keine Missverständnisse haben und es kein Datenschutzproblem gibt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich war heute Morgen total geflasht von den ganzen tollen Techniken. Deswegen möchte ich sie euch auch super gerne zeigen. Wünsche euch viel Spaß und ein ganz tolles Wochenende. Ups, vielleicht guckst du dieses Jahr am Montag, wenn das Video rauskommt. Ich hoffe, du hattest ein tolles Wochenende und ich wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche. Also, alles Gute. Tschüss. Thank you.